Mein Name ist Lars Schneider. Ich bin ein TV-Schaffender aus einer der hinteren Reihen. Und auch ich möchte heute einmal Danke sagen, weil ich es kann. Danke an die Schauspielerinnen und Schauspieler, die sich mit einer Münchner Produktionsfirma verbündet haben, um einen PR-Stunt... Entschuldigung, wie respektlos von mir. Das ist natürlich Kunst. Also, sie blasen nicht künstlich auf, aber mit ganz feiner Ironie. Danke, liebe Frau Markatsch. Sie machen niemandem mehr auf, sagen Sie in Ihrem Satire-Bonmot. Nun gehört das Aufmachen ja nicht zu den vorrangigen Aha-Maßnahmen, aber diese Überspitzung lässt sich auch ohne weiteres auf alle anderen lebensrettenden Maßnahmen übertragen. Ich bin heute Morgen an einem Krankenhaus vorbeigekommen und da kam lautes Gelächter aus der Intensivstation. Wahrscheinlich deswegen. Danke auch, Herr Liefers. Es war schon sehr gewitzt, wie Sie mit so ganz feiner Ironie suggeriert haben, dass Medien, Politik und Wissenschaft gleichgeschaltet sind. Damit haben Sie sicher ganz viele neue Freunde gefunden. Sie wollen gar nicht mit der AfD und Querdenkern in Verbindung gebracht werden? Dafür haben Sie denen aber 1A Material geliefert für deren Verschwörer-Bullshit. Wissen Sie, mit Ironie haben diese Leute es nicht so. Mehr Beiträge aus dieser Spaltkampagne habe ich mir dann nicht mehr angeschaut, weil mir beim Gucken der ersten beiden schon ein bisschen schlecht geworden ist. Ich bin ja der Letzte, der nicht mit den Kulturschaffenden dieses Landes sympathisiert und Verständnis für die immer schwieriger werdende Lage hat. Aber könnt ihr euch nicht mit anderen Dingen ablenken, als mit solchen zynischen Fingerübungen zu zündeln? Und weil Ironie ja als niedrigste Form des Witzes gilt, sage ich jetzt nochmal ganz ironiefrei: Ich bin sehr enttäuscht. Oh, und liebe Kollegen von Studio 47, ich weiß, was ich mache, ist nicht alles Gold. Aber sollte mir jemals so ein Alles-Dichtmachen-Gas entweichen, habt ihr die Erlaubnis, ordentlich mit mir zu schimpfen. Vielen Dank dafür im Voraus.